Freunde, willkommen zurück zu Let's Play, ja, Mr. Prepper. Wir haben jetzt ein Telefon, das legen wir erstmal kurz hier hin. Das brauchen wir nämlich nachher als, können wir es nicht hinlegen? Wie? Warte mal, was? Wir können das Telefon nicht hierhin parken. Was hat denn jetzt? Hallo? Okay, wir gehen erstmal was essen. Ganz komisch. Wir brauchen das Telefon da wieder, um nicht Ärger zu bekommen von dem Agenten. Das wollen wir natürlich definitiv gar nicht. Aber sollen wir machen, ey. So, dann esse ich mal ein bisschen von diesen Blaubeeren hier. Von den getrockneten. Oh gut, ich habe fast alle gegessen. So, und dann einfach mal die Hälfte davon essen. Zack, essen. Hat uns nicht viel gebracht. Naja, nicht schlimm. Wir müssen kurz hier unten gucken. Da sollte ein Glitzers reif sein. Das werden wir heute in dieser Folge erweitern. Denn wir brauchen ein bisschen Geld, um halt, ja, ne, um halt Sachen zu kaufen, damit wir halt, ja, unsere Sachen besser im Griff haben hier. Wir haben nämlich viel zu wenig Essen. Wir haben gar nichts an Essen. Und das ist natürlich sehr unpraktisch. Deshalb werde ich mir natürlich gerne hier noch ein, ja, was hinsetzen. Ich glaube, ein Gewächshaus passt dann noch und dann noch zwei Dinger und dann hier ist genug Platz für irgendwelche etwaige Gerätschaften, sage ich mal. So, dann gucke ich mal ganz schnell. So ein Pflanztopfer hier, Hochbeet, sehr, sehr schön. Er ist natürlich gerade wieder ein bisschen weggebackt hier. Jetzt haben wir ein Mikrofon. So, jetzt sollte es ein bisschen besser sein. So, davon bauen wir jetzt erstmal zwei Stück nochmal. Und ein Gewächshaus können wir leider noch nicht bauen, weil wir noch ein zu wenig Glas haben. Deshalb stellen wir ein bisschen Glas her. Dann halbieren wir das schon mal hier. Kann man noch gar nicht. Sollte jetzt gleich möglich sein. So. Sehr schön. Aufteilen machen wir Hälfte, Hälfte. Weil wir brauchen ja nicht alles als Glas. Und, oh, wir müssen das auch mitnehmen. Das wäre ganz gut gewesen. So. Nimmt ja nicht automatisch leider mit. Deshalb öffnen wir hier unten schnell und packen da einen Stein rein. Den Stein hier rein. Zack, fertig. Und nicht genug Strom mit Holz gehabt, das wollte ich sagen. Hier ist gerade noch okay, da sind noch keine roten Lampen am Leuchten. Was haben wir hier? Die haben wir fertig, die nehmen wir natürlich gerne mit. Das gucke ich mal ganz schnell. Kommt der Typ heute? Nee, wir haben noch Zeit. Sehr schön. Dann nehmen wir kurz die Zeitung mit hier, damit wir wissen, was los ist. Dann lasse ich die wieder da kurz, damit ihr lesen könnt. Ganz kleiner Blick. So, der Postbote schon wieder weg. Der Herbert. So, lasse ich mal ganz kurz hier. Guter Schlaf ist eine bürgerliche Tugend. Okay. So, perfekt. Gut, das haben wir jetzt einmal hier markiert. Wusste Günni schon vorher. Komischerweise, aber naja, was soll man machen? So, heute ist ein bisschen schwer zu konzentrieren, weil echt sehr warm draußen ist, hier in Irland, ganz komischerweise. Aber ich gebe mein Bestes. So, hier haben wir einen Energy Drink, den nehmen wir natürlich gerne mit. Der war aus Versehen da gelandet. Aber soll man machen. Der ist jetzt da drin, der kommt nicht mehr weg. So, Telefon. Ja, komm, packen wir das Telefon nochmal da rein. So, haben wir dann auch dann das Telefon wieder da. Dann kann er natürlich wieder nicht mehr meckern. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt haben wir noch 55. Davon würde ich gerne beim Joe gucken, ob der Benzin hat. Hat er leider nicht. Deshalb muss ich da mal vielleicht Messer kaufen. Messer ist ganz gut eigentlich, muss ich sagen. So, und bei Bobby gibt es auch nichts Neues eigentlich. Der Sergey, der verkauft immer sehr schön gutes Zeug. Deshalb werde ich da mal ein bisschen Eisen kaufen bei ihm. Ne, Holz. Sehr schön Holz. 19 haben wir da, dann brauchen wir hier noch so bei 26. Sollte noch hier unten dabei mit sein. Und noch hier. Dann sollten wir eigentlich jetzt auf 32 kommen. Sehr schön. Das machen wir natürlich gerne. Dann gucke ich mal kurz bei der Jenny. Da können wir die Gurken verkaufen. So, sehr schön. Dann sollte es eigentlich gut sein. Nancy möchte gerade gar nichts. Der Sergey, haben wir gerade was gekauft. Sehr schön. Gut, dann gucke ich mal kurz. Wir brauchen was zu essen. Wir haben was da, aber ich weiß nicht, was wir daraus machen können. Mal gucken, vielleicht können wir irgendeine Suppe rauszaubern. Aus dem Mais und irgendwas. Mal gucken, wir einfach mal so kochen. Auf der ersten Seite können wir schon mal gar nichts machen und auf der zweiten Seite können wir leider nur Energy Drinks herstellen. Das ist sehr, sehr schade, muss ich das also roh essen. Das Ei kann man doch nicht roh essen. Nee, das kann ich nicht roh essen, Leute. Dann muss ich die hier roh essen. Die hier und die muss ich aufessen. Mache ich natürlich gerne hier, zack, essen alle.
Und da kochen wir noch eine. Ich habe aus Versehen nur einen hergestellt, keine Ahnung wieso. Aber ist auf jeden Fall passiert. Dann trinke ich mal davon direkt ein und da essen wir mal ein paar. So, zack, zack und zack. So, dele. Und dann hier sollten wir mal reinschauen. Da war noch was, ne? Nee, nicht. Sehr schön. Gut, dann packe ich mal das Wasser wieder hier im Wassercontainer. Der ist irgendwie komischerweise komplett leer. War denn nicht noch was gewachsen in der Zwischenzeit? Apropos gewachsen, da muss ich... gewachsen. Was das? War da nicht noch Wasser gefallen? Geregnet? Hat es nicht geregnet? Das wollte ich sagen. Wasser gefallen? Was ist los mit mir? Ganz komisch manchmal. Ich habe auch eine neue Arbeitsschicht. Jetzt arbeite ich 10 Stunden am Tag und dafür habe ich dann 3 freie Tage, was natürlich sehr gut da meinem YouTube entgegenkommt, muss ich sagen. Weil ich dann ja natürlich sehr schön dann... ja, mittwochs frei habe und dann auch mittwochs schon aufnehmen kann, beziehungsweise fast den ganzen Tag aufnehmen kann, was natürlich dann sehr gut entgegenkommt. Was auch sehr geil ist, muss ich sagen, Leute, ich habe Bonus bekommen und dadurch habe ich mir jetzt einen neuen PC zugelegt. Der dauert jetzt ungefähr 16 Tage, bis er kommt, sobald er da ist, mal noch ein Unpacking-Video dazu. Und das ist jetzt die größte Investition, die ich je in YouTube gemacht hatte. Ich meine, das ist, ich habe kein YouTube-Money. Also braucht ihr nicht sagen, immer diese YouTuber mit ihren YouTube-Money. Ich habe gar keinen einzigen Cent. Das ist alles von frei einerarbeitetem Geld. Und da würde ich euch gerne mal zeigen. Dann könnt ihr euch schon mal auf was freuen, weil die Maschine wird um einiges besser sein. Wodurch ich dann aufnehmen kann, während ich render. Wodurch dann keine verpassten Folgen mehr kommen. Keine Folgen mehr, nicht kommen. Weil ich dann durchgehend aufnehmen kann. Weil jetzt aktuell ist das so, wenn ich eine Folge aufnehme, das dauert eine Stunde und dann ist der PC einfach überhaupt gar nicht nutzbar. YouTube funktioniert nicht dann richtig, gar nichts funktioniert gut und das ist natürlich sehr unschön. Und so kann ich dann einfach nur, ja, wenn ich eine halbe Stunde mache, dann sind das, für eine Stunde sind eine Folge, zwei Folgen. Und wenn ich dann 3 Stunden aufnehme, sind 4 Folgen. Bei 4 Folgen muss ich ja nochmal 4 Stunden rendern. Dann sind wir ja, bei 6 Stunden nur bei 4 Folgen. Plus Hochladezeit ist aber nicht hoch, das ist schon mal sehr gut. Das Video ist sehr schnell oben, aber nur das Verarbeiten dauert ein bisschen. Und in der Zwischenzeit kann ich den PC nicht nutzen, was dann ja suboptimal ist. Deshalb habe ich mir einen neuen zugelegt. Da habe ich noch nie einen selbst zusammengebauten PC, noch nie einen fertigen PC gekauft. Aber heute habe ich es gemacht. Ich habe mich vorher noch ein bisschen schlau gelesen über die Firma und da, diese haben eine sehr gute Bewertung hier in Irland. Und dann habe ich die halt genommen. Normalerweise baue ich meinen PC selber zusammen, aber die Teile sind aktuell einzeln so teuer, dass es mehr Sinn macht, einen zusammengebauten PC zu kaufen. Dann habe ich halt 2 hier stehen, auch nicht so schlimm. Dann kann ich den anderen da vielleicht irgendwann mal als Render-PC ausstatten, sodass ich dann durchgehen und da machen kann oder Streaming, keine Ahnung. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Notfalls packe ich das ja auf den Discord, dann könnt ihr das Ding vielleicht ergattern. Keine Ahnung. So, mal gucke ich mal ganz kurz. Wir haben doch in der Mine, soweit ich weiß, noch ein bisschen die Generatoren, beziehungsweise die, wie heißt die, Bergbaugeräte? Sind das Bergbaugeräte? Also, ihr wisst ja, diese Schaufelbagger, die in der Mine drin sind, die haben wir doch aufgefüllt und dann sollte eigentlich jetzt da was da sein, was wir mitnehmen können. Weil je mehr wir haben, desto besser. Besonders Eisen ist echt teuer. Und dann haben wir dann da schon mal was. Hier gucke ich mal schnell. Da leider gar nichts. Haben wir gar nicht mal aufgefüllt gehabt. Was ist denn? Was ist denn hier los, Leute? Geh mal direkt auf Ebene 3. Mal gucken, ob wir da was gemacht hatten. Oder beziehungsweise ich. Ihr macht immer alles. Ich nicht. So. War ein komisches Geräusch. Ja, guck mal, da hatten wir auch ein bisschen Geld. Sehr schön. Wir müssen die wieder auffüllen. Wir brauchen ein bisschen mehr von dem Zeug. Deshalb gehe ich jetzt mal ganz kurz nach unten. Hier und schau, ob wir vielleicht irgendwie jemanden auf die Nase geben können. Dann nehme ich mal ganz kurz für Inventar hier. Wechseln wir was aufs Messer. Ich hatte einen Baseballschläger. Der haut ein bisschen rein. Das Messer haut ein bisschen mehr rein. Deshalb mache ich das gerne. So abbauen. Hier, zack. Da haben wir da ein bisschen Zeug mitnehmen. Hier noch ein bisschen Zeug mitnehmen. So. Dann gucken wir mal hier oben. Da war noch eine Kiste, ne? Hier. Ah, okay. Dann geht's noch weiter. Sehr schön. Da gehen wir natürlich gerne lang. Gucken, ob wir irgendwas hier unten haben. Wäre natürlich super, ich glaube aber nicht. Nee, hatten wir nichts mehr. Wir sollten jetzt schlafen gehen, schade. Gehen wir noch mal, nächsten Tag nochmal hier rein. Wenn nicht in der Zwischenzeit der... Obwohl, wäre gut, wenn der Joe in der Zwischenzeit noch ein bisschen
Benzin verkauft, dann können wir das kaufen, dann können wir das nämlich in die Maschinen packen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Geld, beziehungsweise dann sind die schon mal an, dann kommen nachher noch mal ein bisschen Geld, beziehungsweise durch die Amethysten und generell Edelsteine. Deshalb handeln wir mal kurz mit dem lieben Bobby. Ihr habt mir noch in den Kommentaren geschrieben, geht mal bitte zu Jenny und sprecht mit der Bob. Bob der Zimmerpflanze. Also Bob die Zimmerpflanze. Also die Zimmerpflanze Bob. Und da sollte die Brille sein. Da gucken wir gleich mal direkt am nächsten Morgen. Wir müssen ja jetzt ins Bett. Ob das auch stimmt? Wenn nicht, dann ja, dann haben wir halt, müssen wir anders mal suchen. Aber ich denke mal, dann könnten wir schon mal was finden. Deshalb gehe ich mal hier schnell drehen. Erstmal übrigens unsere Hauptaugenmerk mal liegt darauf, den Bunker ein bisschen weiter auszubauen, dass wir vernünftig Essen haben und alles, bevor ich neue Sachen mir anschaffe, beziehungsweise so weiter in die Quest, in die Quest gehe. Einfach nur, damit ich einen Rückzugsort habe zum Zurückkommen. Also der Güni, ich meine, der lebt ja die ganze Zeit nur unter Tagen. Das ein bisschen schöner zu gestalten wäre natürlich super. Auch besonders, mir wurde immer im Kommentar ein bisschen gespoilert, aber dass das nachher noch einen Effekt haben wird, wenn wir unten einen schöneren Bunker bauen. Beziehungsweise nicht richtig einen Effekt, sondern einfach nur ist das schöner. Und das mache ich natürlich gerne. Besonders sieht ein bisschen leer und kalt hier aus, obwohl hier sieht ganz gut aus. Finde auch noch einen besseren Hintergrund. Hier müssen wir auch noch ein bisschen einen besseren Hintergrund machen und ein bisschen umgestalten, beziehungsweise ein richtiges Bett dahin packen. Aber so an sich sollte eigentlich ganz gut gehen. Also schauen wir ganz schnell, ob wir was zu essen in der Hosentasche haben. Oh, das sind zwei Sachen vergammelt. Schade, schade. Da muss ich halt ein paar Äpfel jetzt mir in den Magen ballern. Jetzt haben wir da noch ein bisschen Ei. Hier, Salzei. Kann man leider nicht machen. Jetzt gehe ich mal ganz schnell hier und verkaufe bei der Jenny ein bisschen das vergammelte Zeug. Will sie nicht haben. Okay. Gut, Jenny, dann kriegst du das nicht, das vergammelte Zeug. Das bleibt dann in meiner Hosentasche. Das ist natürlich unschön. Das stinkt nach der Zeit, aber was soll man machen? Apfelbaum, Leute. Apfelbaumsamen. Da holen wir uns direkt den einen Samen hier und gucken, ob wir noch ein bisschen anderes Zeug kriegen hier. Einfach mal den Rest davon. Aber ich hoffe natürlich, dass ich mindestens den Apfelsamen bekomme. Weil der wäre schon ganz gut, muss ich sagen. Der wäre ganz gut. Da müssen wir noch ein bisschen verkaufen, da haben wir eine höhere Stufe bei ihm und da haben wir leider gerade gar nichts. Da müssen wir auch die Stufe ein bisschen höher bekommen. Deshalb muss ich mal gucken, vielleicht können wir ein bisschen Eisen kaufen. Einfach nur, um sein Vertrauen ein bisschen höher zu kriegen. Und Eisen können wir sowieso gebrauchen, deshalb sollte eigentlich da nichts im Wege stehen. So, jetzt gucken wir ganz schnell. Beim Essen haben wir nur große Kacke hier in der Hosentasche. Hier, bar, nur einen Haufen Kacke. Das ist natürlich unschön. Und ich muss mal kurz gucken, ob die Pflanzen noch in Ordnung sind, weil die, wenn die jetzt verrecken, das wäre natürlich sehr unschön. Besonders, weil wir ja gar nichts gemacht haben. Wir chillen nur hier. So, jetzt begießen wir die mal hier. Wir brauchen noch ein bisschen mehr davon. Natürlich, die Waterloo oder die Bewässerungsanlage wäre natürlich super. Jetzt habe ich da gerade kein Wasser mehr drin. What the fuck? Nehme ich einfach mal alles mitnehmen hier. So. Na gut, das hat nicht viel gebracht. Ich wollte gleich jetzt keine nach unten bringen, aber natürlich nicht so praktisch. So, da haben wir jetzt zu schwer. Ich wollte doch bewässern. So, da bewässern wir einfach mal hier, da und da. Sehr schön. Jetzt hat er wieder geerntet. Aber nicht schlimm. Wenn er erntet, dann kriegen wir natürlich ein bisschen lecker Essen. In dem Fall aber nicht Essen, sondern eher nur, ja, Guarana und ein paar Gurken. Aber Gurken kann man ja auch essen. Dann ist das in dem Fall Essen gewesen. Dann gehe ich mal schnell hier ran und packen das Zeug hier rein. So, dann haben wir das aus der Tasche schon mal weg. Das Salz würde ich gerne auch wieder loswerden. Das Salz ist immer ein bisschen schwer. Jetzt gucke ich mal, was wir hier überhaupt noch in den Taschen haben. Da ist was Schönes jetzt hier zu Altpapier geworden. Schon mal sehr gut. Das packen wir dann auch hier rein. Ja, dann haben wir hier, was haben wir da noch drin? Da haben wir 1000 Post und das Salz. Toll. Das packen wir natürlich gerne übereinander und packen das dann hier rein. Sehr, sehr schön. Wir sind müde. Da müssen wir gleich drauf achten, aber sollte eigentlich gut gehen. In der Zwischenzeit haben wir das Zeug schon mal bekommen. Das nehmen wir natürlich gerne mit. So, dann haben wir jetzt einen Apfelbaumsamen, den wir natürlich... Können wir den draußen platzieren? Hey, da machen wir jetzt mal einfach. Pflanzen. Und hier kommt jetzt ein Apfelbaum hin. Kann man pflanzen. Sehr schön. Braucht nur noch Wasser. Hab kein Wasser. Hier irgendwo gerade Wasser? Nee, ne? Dann hol ich mal kurz hier vom Wasser. So. Wir müssen dann sowieso ein bisschen verbrauchen. Von daher passt das ja. Gut, dann legen wir uns ein bisschen schlafen und essen in der Hosentasche. Jetzt ist der Strom ausgefallen. Dann erstmal den Strom auffüllen. Läuft bei mir. So, und hier runter. Da, 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 da. Sehr schön. Gut, dann gehen wir mal Hayabubu machen ein bisschen.
damit der Günni erstmal ein bisschen fitter wird. In der Zwischenzeit trinke ich schnell was. So, dann hat der Günni auch geschlafen. Ausgeschlafen, meine Güte, was ist heute in meiner Sprache los? Ich kann heute gar nicht, ich kann heute nicht reden, Leute. Ich kann heute nicht reden. So, dann packen wir dann das Zeug hier rein, alles ablegen. Alles ablegen. Falsches Fach, ja toll, sehr schön. So, alles abgelegt. Ein Geld haben wir noch, das ist aber sehr viel. Und jetzt haben wir das ernsthaft nicht gestapelt. Leute, stapel das nochmal. Das Stapeln, das ist nur eine Sache, ne? So, also Dampfgenerator können wir generell bauen. Wir brauchen noch Deckenlampen, genau. Ah, die ist aber ein bisschen teuer, muss ich sagen. Ein bisschen teuer. Dann baue ich mir doch gerne erstmal das hier. Was wird denn hierfür? Nur 8 Elektronikteile. Ist ja nicht viel. Brauche ich aber erstmal ein Gewächshaus. Erstmal ein Gewächshaus. Und das packe ich mir gleich nach da unten. Und dann kann ich die Pflanzbeeten auch nochmal dahin packen. Dann haben wir da schön erstmal was. Ein bisschen Lampen wäre natürlich super. Aber wir haben gerade nicht genug Plastik dafür. Obwohl wir Deckenlampen haben, habt ihr auch gesagt, ne? 4 Stück sollten ausreichen. Schau ich mal, wie viel ich erstmal machen kann. Und platziere die einfach mal. Nur eine. Ich kann nur eine herstellen? Nicht genug Platz in der Hosentasche, oder? Weil. Ja, nicht genug Platz. Macht natürlich Sinn. Ich habe dann noch die Steine in der Hosentasche, sehe ich gerade. Die kann ich natürlich erstmal auseinandernehmen. Ach, hier, upsala. Falsche Seite. Und dann haben wir auch erstmal ein bisschen Platz in der Hosentasche. So. Einiges mehr Platz. Eieiei. Ist ja. Jetzt bin ich aus dem Inventar rausgegangen. Ist ja einiges gewesen hier, Leute. Ist ja einiges. Sehr, sehr schön. Dann bauen wir. Wir haben jetzt eine Deckenlampe. Wir brauchen noch 3 Stück. Noch 3 Stück davon. Und das sollte erstmal ausreichen für das erste. Ah, wir können nur 2 machen, weil wir nicht genug Glas haben. Nicht schlimm, da können wir gleich nochmal ein bisschen Glas in den Backofen schmeißen. Dann haben wir auch erstmal für den Anfang genug und müssen nachher nur noch die Lampen unten besser verteilen. Die ganz normalen wirtschaftlichen Pflanzlampen. Und dann sollte es eigentlich gehen. So, dann packen wir die direkt mal hier hin. Ihr sagt, das soll ja... Oh, wow, die sind aber echt groß. Die geben aber echt gut Licht. Okay, also er sagt maximal 2. Also auf jeder Seite 2 sollten passen. Guck ich mal, ob der da das hinplatzieren kann. Nee, kann er nicht. Hätte er nicht. Jetzt wäre der hingegangen direkt. So. Ich komme dort nicht hin. Aber der kommt nur da hin. Das ist ein bisschen unpraktisch. Komm dort nicht hin. Dort nicht hin. Komm dort nicht hin. Das ist Maximum, Kollege. Kollege Schweißhuste. Ich glaube, das war Hendrik. Hendrik oder Duffy. Das passt nicht. Sieht aber ganz lustig aus, muss ich sagen. Jetzt gehen wir ganz schnell erst schlafen. Sonst haben wir gleich ein Problemchen. Schlafen hier schnell. Zack, 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 zack. Sehr gut. Gut, 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 gut. Dann Tag ist noch der Tag und dann den. Ja, noch den Tag und dann haben wir es für die Folge schon. Genau, sind ja schon fast bei 20 Minuten. Und also mehr als 20 Minuten ist ja sowieso Luxus, aber bei Mr. Prepper ist immer ganz gut. So, ja. Sollte funktionieren. Sollte funktionieren. Oh! Stromausfall? Nee, wir haben Hunger. Okay, gut, dann essen wir mal, was wir in der Hosentasche haben. Da ist wieder was verreckt. Nee, nichts Zeug damit. Sehr schön. Essen wir einfach alle Gurken. Ging ja nicht anders gerade, weil ich noch nicht dafür gesorgt habe, dass wir vernünftiges Essen haben. Da würde ich jetzt ein bisschen Augenmerk mal drauf setzen, weil ne, wir brauchen definitiv Essen. Deshalb erstmal hier kurz alles bewässern und ernten. Und dann platziere ich die Sachen, die wir gerade gebaut haben. Dann sollte es erstmal ein bisschen besser aussehen, beziehungsweise auch ein bisschen besser sein mit der Bepflanzung. So können wir nämlich noch was anderes hinpacken. Was natürlich dann auch nochmal ein bisschen Essen produziert, was natürlich sehr, sehr praktisch wäre. Weil je mehr Essen wir haben, desto besser ist es. Dann brauchen wir nicht so einen Stress haben, sage ich mal. Ne? Stress ist ja, essensmäßig ist das ja Stress und das wollen wir natürlich gar nicht. Da pflanzen wir erstmal ein paar Karotten einfach nur, damit wir Karottensuppe herstellen können.
So. Okidoki. Die brauchen auch noch mal ein bisschen Wasser. Nee, natürlich gerne. Hier könnten wir theoretisch noch was Großes reinpflanzen, aber haben wir gerade leider gar nicht. So Orangen wäre da ganz gut oder noch ein paar Tomaten. Und dann sollte es eigentlich, ja, das sollte eigentlich gut sein. Aber ich schau mal, was kriegen, ich guck mal kurz um bei der Küche. Was bringt denn am meisten, was wir herstellen könnten, dass wir uns da anbauen können, damit wir das herstellen können. Am einfachsten sind eigentlich Karottensuppen und Rübensuppen. Weil die brauchen nur Wasser und Rübe oder beziehungsweise Wasser und Karotte. Und die können wir auch eindosen. Das heißt, das werde ich jetzt mal machen. Wir werden anpflanzen Karotten und Rüben. Und die drei Bepflanzungen hier sind eigentlich ganz okay mit dem Guarana. Hier wächst unser Bäumchen. Unser kleines Bäumchen. Mal gucken, was wieder reagiert. Ich meine, theoretisch ist das ja eigentlich nicht schlecht. Hat er nicht gesagt, dass es schlecht ist, oder? Sagt er Dinge? Inspizieren? Nee, sagt gelb. Grün. Sollte gut sein. Werden wir jetzt gleich sehen. Werden wir, in der nächsten Folge, wenn wir das sehen, nicht mehr in dieser Folge leider. Ich habe noch vergessen, hier was in den Ofen zu schmeißen, weil wir brauchen noch ein bisschen Glas. Deshalb werde ich erstmal die Hälfte hiervon mitnehmen. So aufteilen, Hälfte, Hälfte, zack. Und mach daraus ein bisschen Glas. Dann haben wir das nämlich für später. Und ein bisschen Glas ist immer gut. So, wo haben wir es denn? Da haben wir es. Sehr schön, packen wir hier rein. So, dann gucken wir mal, ob jemand was zu verkaufen hat. Einfach nur Neugierde halber. Ja, der hat, aber wir haben kein Geld. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen Geld anschaffen. Dafür brauchen wir, ich verkaufe erstmal ein bisschen Erde. So, ein bisschen Erde haben wir ja immer über. So, handeln. Okay, dann können wir da erstmal ein bisschen 10 machen. So kriegen wir schon mal ein Sprit. Und hier haben wir eigentlich gerade gar nichts drin, ne? Nee, da ist gerade nichts drin. Ich guck mal kurz, die Nancy möchte gerne Altpapier haben. Die möchte aber eine Deckenlampe kaufen für 36. Ja, die Deckenlampe, ich verkaufe mal kurz eine. Wir brauchen das Geld. Wir sind jung, wir brauchen das Geld. Und Nancy hat das neue. Oh, wir haben die maximale Stufe bei Nancy. Sehr schön. Das gibt vielleicht theoretisch noch ein bisschen Zeug bei ihr. Oh, wir haben noch den Wald. Habe ich ganz vergessen. Wir haben da ja noch Fallen aufgestellt, die wir natürlich jetzt einmal kurz plündern können. Dann haben wir da noch ein bisschen Zeug drin. Oder von denen haben wir noch ein bisschen Zeug. Ich hoffe natürlich, dass wir euch aufgestellt hatten. Aber ich meine schon. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, wir haben ein paar aufgestellt. Sehr schön. Oh, sogar einige. Sehr, sehr gut. Da können wir Fleisch, Fleisch, Fleisch und Fleisch. Nur Fleisch. Nichts anderes. Und zwar einmal Federn. Okay, das gibt nur ungefähr 6, aber wir können aus dem Fleisch noch Essen herstellen. Ich sehe gerade, hier ist ein Holzstamm, den nehmen wir natürlich gerne mit. Da können wir nachher noch einen Tisch rausmachen. Oder vielleicht einen Stuhl. Dann freut sich die Nancy. So, dann nehme ich auch mal kurz das Zeug hier mit. So. Und gehe dann zurück. Hier, nach Hause. Sehr schön. Wir sind zwar nicht richtig weit im Spiel, aber ich möchte gerne, wie ihr seht, den Bunker auch noch ein bisschen verschönern, weil mir macht das Spiel Spaß und ich will nicht dadurch rushen. Das wird dem Spiel, ich finde, das wäre eine Beleidigung gegenüber dem Spiel. Die Entwickler haben über 3 Jahre dran gesessen, also 4 Jahre. Ich glaube, die waren 4 Jahre da dran. Und dann, wenn ich dann einfach durchrushe, ist natürlich sehr unschön. Das ist für mich eine Beleidigung. Deshalb mache ich das nicht. So, ich sehe gerade, wir haben noch hier die Baumstämme schon mal, die können wir auseinandernehmen. Die wiegen 20 Kilo und geben aber nur 5 Holz. Ist ein bisschen sehr suboptimal. Aber was sollen wir machen? Dann packen wir mal kurz das Holz hier rein. Verkaufen ganz schnell bei ihr. Oh, das wird gerade ganz knapp, deshalb schnell machen. So, und verkaufen. Und schnell beim Joe alles kaufen, was er an Benzin hat. So. Und dann gehen wir erstmal ein Nickerchen machen, weil wir sind ein bisschen müde. Ein bisschen müde sind wir. Wir haben auch Hunger. Den Hunger können wir gleich sehr gut stillen, indem wir aus den Hühnerbeinen erstmal lecker gebratene Puten machen. Ich weiß nicht, ob das Stacking jetzt behoben wurde, aber ich denke mal, das wird nicht behoben, weil da 2 verschiedene Item-IDs sind in der Engine, wodurch natürlich dann, die kann man nicht stacken. Sollte eigentlich, ja, oder beziehungsweise klappt nicht so gut zu stacken. Ich kenne mich da nicht hundertprozentig aus, ich bin kein Entwickler. Ich habe zwar versucht, mir selber beizubringen, die Entwicklung, nicht nur Spielentwicklung, sondern generelle Entwicklung von Programmen, also Programme schreiben. Aber das hat leider nicht so funktioniert, wie es gerne funktionieren sollte. Deshalb habe ich leider aufgehört da. Ich kann zwar ein bisschen Website-Design, das kann ich wohl.
Aber mehr hapert es immer ein bisschen. So, wir brauchen ein bisschen Geld. Wir brauchen auch ein paar von den Kollegen hier. Da werde ich erstmal das hier verkaufen, beziehungsweise verhandeln. Und dann haben wir erstmal da ein bisschen mehr Geld. Ja, dann müssen wir gucken. Gucken. Dann, genau, das Wichtigste fast vergessen. Folge ist fast rum. Hier, ich mache davon einen Screenshot. Das sieht doch ganz gut aus. Das sollte dann gut für die Thumbnail hinhauen. Ich hoffe natürlich. Das mache ich mal so 1, 2. Dann können wir das nachher schön machen hier. Und gut, wir haben noch 1 Minute 32. Er könnte theoretisch noch ein Nickerchen machen, bis das hier eintrifft. Wäre ganz praktisch. In der Zwischenzeit können wir dann noch ein bisschen Schlaf auffüllen. Und ja, komm. Sehr schön. Dankeschön. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Hier, zack, mitgenommen. Und dann geht ab. Dann geht's ab ins Bett. Aber liebe Freunde, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen und abonnieren nicht vergessen. In der Videobeschreibung ist auch ein Link zum Spiel und zum Discord. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Dragonplay. Haut rein. Ciao, ciao.